Ich bin mal gespannt, was er jetzt von uns will. Ich weiß es nicht. Ein Sechs-Augen-Gespräch. Wollen wir ihn gleich. Geht's denn gut? Au, ich wurde angefahren. Au. Ich glaube, der hat mein Bein Geht's erwischt. denn gut? Kann mir jemand mal ihm Geht's denn hochhelfen? gut? Alle ab. Au. Ah, danke. Alle ab. Ja, nochmal. Dankeschön. Einmal zum MD, komm mit. Ich habe noch einen zweiten Arm. Komm rein. Kommt ihr jetzt oder nicht? Das geht. Aua. Aua. Ich glaube nicht, dass das so geht. Komm jetzt rein. Ich glaube nicht, dass er rasiert mit einer bewusstlosen Person auf der Hand nach Hubschrauber fliegen kann. Nee, das darf er nicht. Dann hier, das war doch mal erlaubt eine Zeit lang. Dann nehmen Sie, ich nehme Fliege. Aber nicht, wenn du das Gerät bedienst. Was wird das? Ah, meine Güte. Der Verdacht, den hat's auch erwischt. So. Wo ist denn hier das MD jetzt? Hier vorne, ne? Das ist ein Stück weiter nach vorne, sonst sitzen wir gleich am Baum. Oh, oh, ja, oh, ja. Mach langsam, Chantal. Ja, dumm, ey. Ich bin gar nicht so tief. Och, Vorsicht, sanft. Au, das tut weh. Nun, das ist eine sanfte Landung, sehr leise. Ja, ja, das war. Der Herr Schmitz hat sanfter gelandet. Ich komme hinterher getraddelt. Ich kann nicht so schnell. Au. Au. Mein Bein. Au. Ich glaube, es wird gerade keine. Au. Ist überhaupt ein anderer MD-Mitarbeiter im Dienst? Au. Ja, da, wunderbar. Au. 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 Ja. Au. Wahrscheinlich ein paar Knochenbrüche, au, aber sonst. Au. Ja, dann, ja, und ich glaube, der King war auch noch pflastert. Herr King. Hast du was zu essen für mich? Ich fahre Hunger gleich ja, wieder. Ja, ich gebe dir schnell was, warte. Moment, Doc, geht sofort los. Naja. Was ist denn genau passiert? Ja, da kam jemand angefahren und hat wahrscheinlich aus Versehen umgefahren, du. Ja, mich hat er voll erwischt. Uff. Hat das jetzt nicht geklappt? Aber Ihnen geht es nicht so schlimm wie der Frau Ducklin, richtig? Nee, mir tut nur das Bein weh, der hat mich am Bein erwischt. Ja, dann machen Sie mal das Bein weg, die Kleidung weg. Wie soll ich das Bein wegmachen? Ja. Ja, hast du gekriegt? Nee, ne? Nee. Warum klappt das nicht mehr? Warte Wunderbar, ich kann Ihnen auch was geben, wenn Sie wollen. Ja, wäre nett, dankeschön. Jetzt geht er wieder weg, wenn ich wieder drücke. Ich krieg ja. Au. Au. Ich hab's ihnen eigentlich gegeben. Ja, dann scheint das nicht zu funktionieren gerade. Da musst du mal ganz schnell einkaufen gehen. Obwohl, oder hier Pech ist ein hast, Automat. Oder ja, da ist ein Automat. Kostet nur 10 Dollar. Oder so. Schnäppchen. So, dann gehen wir mal in Untersuchungsraum. Ja, bitte. Au. Ah, au. Kann nicht so schnell, warten Sie. Au. Ja, ja, alles gut, ich halte die Tür auf. Ah, danke. Und dann schauen wir mal hier rein. So, ziehen Sie sich aus. Die Hose. Aber Sie können auch halbwegs laufen, also wird das nicht so schlimm ausgerechnet. Das tut nur weh beim Belasten halt. Na? Da braucht man vielleicht nicht mal einen Röntgen, weil wie Sie da noch draufsteigen, das sollte schon in Ordnung sein. Ne? So, einmal die Hose ausziehen. Ich hatte es schon. Jetzt. Wunderbar. So, welches Bein ist es denn? Rechtes Bein hat er mich voll erwischt. Ah. Tut das denn weh, wenn ich hier hindrücke? Au! Nicht so toll! Oh. Sind Sie wahnsinnig? Nee, nee, ich bin ganz vorsichtig. Das zieht bis hoch über die Hüfte. Und wenn ich das Bein so hoch nehme? Ist ausseilen. Es zieht, tut ja, weh? Es ist ja zu ziehen. Okay. Es ist jetzt kein Stich, so wie beim Auftreten eher, sondern so ein Ziehen. Ich glaube, gebrochen ist das, also ist das auf jeden Fall nicht. Ach, das würde man ja gleich sehen, logischerweise. Ja. Aber ich glaube, dann könnte dann ich nicht ich Ihnen auftreten, einfach oder? Eine Schiene drumlegen. Ja, bitte. Ja? Also eine Schiene anlegen, einen Verband drüber und dann ein bisschen Pause machen. Und dann gucken wir mal weiter. Sie ob das sehen witzig, ich als Chief und Pause. Ha, das wäre schön, wenn ich eine ja, Pause das hätte. Ja, das müsstest du jetzt machen, ja? Dann müssen der den Kollegen Schmitz, mehr der rasiert mir den Kopf, du. Moment, ich hole mal die Schiene. Hör. Ja, bitte. Eine Pause, sagt der Arzt. Das ist immer leichter gesagt als getan. So. Kennen Sie bestimmt auch.
Dann nehme ich ihr Bein nach oben. Ah, So, leg die Schiene drunter, ja. ja. Wunderbar. Jetzt der Verband. Oh, muss das so straff sein? Ist zu fest? Ich kann es auch ein bisschen leichter machen, wenn Sie wollen. Ein bisschen leichter geht, bitte. Nicht, dass mir das Bein noch abstirbt. Nee, nee, das wird schon auf jeden dann Fall. Dann muss ich das Bein abnehmen, ne? Dann muss ich das Bein abnehmen, wenn das abgestorben ist. Dann muss ich das Bein abnehmen, ja, das wollen wir nicht. Aber ja, das darf ich in diesen Starten nicht machen. Nee, das ist richtig. Ah, das ist super. So. Okay, so. Also, wir könnten mal versuchen, jetzt drauf zu treten. So. Es wird natürlich logischerweise noch immer wehtun. Ja. Oh. Das ist mir schon bewusst. Aber es ist stabiler, der Lauf, glaube ich. Ja, genau, es ist jetzt ein bisschen stabiler. Perfekt, danke schön. Sie können Ihre Hose anziehen. Ja. Jetzt ist sie rüber bekommen über die Schiene. Könnten Sie mir noch auf das andere Knie ein Pflaster noch geben, bitte? Ein kleines. Ja, das kann ich natürlich machen. Eine kleine Schürfwunde noch, wo ich auf die Straße aufgekommen bin. Puh. So, das haben wir gleich. So, hier ein Obte Baumeisterpflaster. Ja, sehr schön. Ich habe gar keine anderen hier. Alles gut. Ich habe ja eine Hose drüber, da sieht man es ja zum Glück nicht. Ja, so. Vielen Dank, Herr Doktor. Ja, kein Problem. Ja, machen Sie ein bisschen Pause, ja. Ja, ich gebe mir Mühe. Ein wunderschön. Ein wunderschön, was ist hier los? Ja, ich bin. Wie bitte? Ich bin umgekippt, weil ich vergessen habe zu trinken. Oh, jetzt hat sie auch mal erwischt. Können Sie mal sehen. Ja. Ja. Das war ziemlich peinlich. Ich habe gerade einen hochgeholt und herrasiert. Der ist wahrscheinlich auch auf den Kopf gefallen im Club. Oh nein. Dann standen dann gefühlt 7 Leute um. Ich wollte gerade den Verband holen und auf einmal wurde mir schwindelig. Eieiei, zum Glück haben sie ja noch einen Kollegen hier, ne? Ja. Ja, zum Glück war der Kollege noch hier, sonst wäre ich hier liegen geblieben. Das ist natürlich. Ja, aber ich bin fehlerweise mit dem NF gefallen, obwohl ich damit gar nicht fahren darf. Ja, aber das ist ja jetzt egal. Aber, ja, ich muss das noch in D-Funk genauer hinschreiben. Das habe ich sonst immer nämlich den Leuten direkt gesagt. Ja. Sind Sie eigentlich hier der Chief of the Police? Ich wollte auch gerade sagen, sind Sie nicht hier was Höheres eigentlich? Ja, Michael King. Chief der Polizei. Dann holen Sie mal Ihre Officer mal da. Ich habe gehört, die machen hier Party. Ich denke, gleich. Ja, dann zügen Sie mal Ihre Officer, die schreien unseren Funk voll. Und außerdem. Was, Funk? Ja, und die waren in unserem Funk. Die und haben außerdem. Umgesungen. Und außerdem. Oh, geht's Ihnen gut? Also, kann ja eigentlich keiner andere gewesen sein, weil der Herr Snow darf es ja nicht weitergeben, ne? Ja, ist richtig. Und mal so eine andere Sache. Ja. Sorry, wenn ich unterbreche. Wenn ich mal, wenn Sie, die wollten mich Bitte was? Die wollten, dass ich hier mittrinke, ja, obwohl ich im Dienst bin, das darf ich gar nicht. Nee, das ist dann richtig. Müssen Sie mein ernstes Wörtchen mit denen reden. Ja. Haben Sie den Herrn Schmitz zufällig gesehen? Nee, aber ich glaube, der ist vielleicht mit da unten. Ich gehe mal gucken. Ja, machen Sie das mal. Ich habe ja gar keine Lust. Wie ich das schon wieder höre, dass Sie hier Party machen. Ich bin jetzt gerade reingegangen. Also, ich hab gesagt, ich hab gar keine Lust darum. Eben den Orange hört. Brille kann auch weg. So, ich geh mal gucken. Ja, wiedersehen. Ganz gut mit dem Häusler, ne? Was geht hier ab? Dann sagt ihr Bescheid, ja? Gibt es irgendwas Bestimmtes, was man sich nicht wünschen darf? Warte. So, warte mal, Besprechung. Nee, also so,
solange hier keiner irgendwie eine Eule anhat, ist alles okay. Dann kann man sich alles wünschen, okay, was ihr wollt. Ich schick dir was. Kann ich Ihnen irgendwie den Link schicken im D-Funk? Die können mir gerne alle den Link schicken per D-Funk. Ich bin die T. Die Madame T. So wie hier. Die T. Die T-Duckling. Das bin ich. Naja, am besten den YouTube. Habe ich geschickt. Habe ich geschickt. Ich habe Ihnen auch was geschickt. Hab ich noch nicht mitgekriegt, ne? World itself is just one big hoax. Auch wenn Sie mein Chef sind. Hallo. Müssen wir meine Lieder anmachen? Die sind Baba. Ja, ihr seid als nächstes dran. Okay. Da steht ja auch noch jemand. Wer, ich? Hallo. Der Herr. Oh, oh Gott, der Herr King. Hallo. Hui. Hallo. Herr King. Hallo. Herr King. Hallo. Ich hab gar nichts gemacht, ich wurde gezwungen von Herrn Schmitz. Naja. Ja. Ja. Herr King. Und warum hängt der Herr Kleber in Buchsen rum? Der Herr Kleber hängt in den Buchsen rum, das ist nur die neue Mode. Das ist doch keine neue Mode. Der Herr Kleber wurde auch eben schon von seiner Mami abgeholt. Ja, wir mussten eventuell auch schon wegen dem Herrn Kleber den Notarzt rufen. Und warum spammt ihr den Funk vom Notarzt voll? Welchen Funk vom Notarzt? Vom MD. Hä? Ja. Wir sind hier die ganze Zeit am Dancen. Das war eben. Die haben sich beschwert bei mir. Also, hier ganz schlechte Idee. Hier hat gar keiner gefunkt, um ehrlich zu sein. Doch, also, ihr würdet hier den MD-Funk spammen wegen Party hier. Nee. Hä? Nein. Die haben mich ja extra hergerufen. Also ich bin im Funk, wann sind Sie? In unserem Funk müsste ich normal sein und habe nur zweimal durchgefunkt, dass Sie runterkommen sollen und Party machen. Ich bin in unserem Funk, also ja. Also dass Sie außer Dienst gehen sollen und ein bisschen der Party machen sollen. Stand draußen, hat mir das gesagt. Das ist Leute. Da hier nur Bediler werden, müssten das welche vom BD sein, die hier wegen den... Herr Kleber hat nichts gegessen. Ich spreche zusammen. Der liegt hier unter uns. Was macht ihr? Ja, bisschen Party. Ja, das ist ja schön. Vergessen zu trinken und zu essen. Gott, ja. Veressen, oh Gott. Oh, oh ja, ich muss auch was essen. Oh Gott, ganz schnell. Bisse. Oh Scheiße. Oh Gott. Warum sollte einer im Funk? Wo bin ich hier gelandet? Die haben gedacht, das könnte ja nur ihr wissen, den Funk. Wer soll es uns wissen? Also wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht. Ich wüsste auch nicht, wer es gewesen ist, wenn wir eigentlich nur ich gesagt haben. Ich kenne die Funknummer von denen nicht mal. Ich kenne sie auch gar nicht. Warte es nicht. Also ich weiß nicht. Eben soll noch jemand drin gewesen sein, den sie nicht kannten übrigens. Okay. Also ich war nicht drin, ich kann den Funk nicht machen. Woher soll ich ihn noch kennen, um ehrlich zu sein? Das wurde ständig wegen Party hier rumgeschrien im Funk. Ja, aber also ich weiß nicht, kann ich alles sagen, ich kenne die Funknummer nicht mehr. Der Herr Haber klang sehr erbost, sagen wir es mal so. Der ist heute irgendwie. Aber ich konnte ihn nicht ganz ernst nehmen, weil er selber wegen fehlendem Essen umgekippt ist. Ich muss nochmal mit Ihnen sprechen. Wollen Sie jetzt nicht mit Party machen, lieber? Ja, wir müssen auch noch was klären. Aber ich muss erstmal den Anblick von Herrn Kleber verdauen, tut mir leid. Warum denn? Herr Kleber hat doch Klamotten angehabt. Er hat nur noch eine Unterbuchse an. Ich weiß ja nicht, was er macht. Ich stand ja die ganze Zeit da unten. Und das war... Nein. Oh Gott. Ja, die beiden haben sich auch sehr zärtlich hier vertan. Ja, deswegen ja. Dann habe ich mich hier hochgeschmuggelt. Die Frau Ducklein war die Einzige, die mich mitgekriegt hat. Nein, ich hab dich doch auch mitgekriegt, die hab ich schon zweimal gesehen. Also, als sie sich da geduckt haben und aufgestanden sind, dann habe ich sie auch gesehen. Aber ich habe mir gedacht, naja, okay. Ich hatte ehrlich gesagt jemanden gesehen, die können sie doch gar nicht sehen, wer es ist. Ja, ich habe aber irgendwen gesehen, das kann ja sie gewesen sein. Dann sagen sie nicht, dass ich das war. Ja, tut mir leid, da waren sie es halt nicht. Vielleicht war es der Herr Kleber mit angezogenen Pups. Der Herr Kleber hat mit mir getanzt. Aber wie? Das nächste Mal komme ich so rein. Was ist das? Au. 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 Einmal Maske bitte runter, weil es gibt hier genau. Das nächste Mal setze ich die Maske auf und lasse die ja drauf, wenn ich Sachen da unten sehen muss. Jetzt mal kurz Thema switchen. Herr King. Ja, ich kriege einen epileptischen Anfall gleich. Herr King. Kann man diese Funzel ausschalten? Herr King. Welche, die da hinten? Herr King. Diese rumleuchtet hier. Wir können doch mal ausprobieren, warte mal. Herr King. Ja. Wir müssen jetzt mit dem Tinte, mit Frau Dackling tanzen. Das ist doch ein guter Anlass.
Was? Mit der Frau Dackling müssen Sie tanzen. Egal. Ach, jetzt weiß ich mit, was Sie da vorhaben. Was meinen Sie? Ah, ich schweige. Der King wollte doch die Lichter aushaben. Ja. Machen Sie doch die Lichter mal aus. Ich glaube, das funktioniert nicht. Und ich glaube, die Frau Dackling ist böse, wenn ich jetzt hier den Laden zerschieße. Also, ja, Elektroschock probieren. Geht nicht. Es qualmt. Ja, der ist aber immer noch da. Ich glaube, wir müssen rausgehen dafür. Ja, ich glaube. Herr King, soll ich Sie mit nach draußen begleiten? Nicht, dass Sie uns umfallen. Ist alles gut, alles gut. Möchten ist Sie gut jetzt, hör auf damit. Ja, okay. Tut mir leid, Sie haben gesagt, Sie wollen die Lichter nicht haben. Ja, aber es funktioniert ja da nicht. Wir gehen jetzt wieder in den Dienst. Hallo, Kasper, hier nicht rein. Noch ein bisschen Party, meine Lieder kommen. Nein. Oh Mann, nö. Ich bin noch... Gecancelt. Ich hoffe, dass sie nüchtern sind, wenn sie im Dienst noch sind. Also eben war der ganz schön angetrunken, der Vogel. Was ist hier los? Wo ist Schießerei? Der Herr Staller schießt hier rum. Schießerei. Nimm ihn fest. Wo ist Herr Staller? Ja, Staller ist drüben. Der läuft direkt, der rennt da. Herr King, möchten Sie ein Bier? Nee, ich bin im Dienst. Tut mir leid, da trinke ich nicht. Für ein Feierabendbierchen dann. Ja, das nehme ich ja. Was jetzt tasern die sich dort? Oh. Ich habe nur zu ihm gesagt, er soll ihn festnehmen. Ja. Dann geht hier drinnen getestet. Oh, ich hör's schon wieder. Soll doch fallen. Was macht? Was ist denn jetzt los? Was war das denn? Herr King. Zwingen Sie mich nicht zum Tanzen. Was war das denn? Sie haben mich gezwungen. Ich hab gar nichts gemacht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Meine was ist denn das jetzt die ganze Zeit? Jetzt fragst du nie wieder wegen Waffenschein. Dann kriegst du heute einen kurzen, du. Scheiß Polizei. Einen kurzen. Und der hat schon einen, was? Der hat schon. Danke. Da kann ich helfen, hoch. Komm, sehr. Hat das jemand angenommen? Dankeschön. Nein. Ach Gott. Alles gut. Da hast du gerade die Frau Dackling fallen lassen? Nein, will ich nicht tun. Ich hab mir hochgeholfen, aber irgendwie war das ich ging auch ein bisschen schief, ne? Ja, wollen Sie nicht lieber jetzt die zwei noch mal reingehen, ein bisschen dancen? Bleib ich nach Hause? Nein, Sie bleiben hier stehen. Okay. Oh nein. Oh nein. Was wird das nun? Machen Sie da den armen Mann da mal los. Sehr schön. Die AK kriegen Sie trotzdem mit. Besser. Was hat er gesagt? Okay. Herr King, mitkommen. Was kriege ich eigentlich, wenn ich es geschafft habe? Aber da die Frauen hier sowieso Mangelware sind, wird sich die Frau Dackling sowieso, glaube ich, nicht festlegen. Ja doch. Ja, wem denn? Das kann ich hin. Ja, für Sie. Wer willst du das wissen? Ja, für wen denn sonst? Sie sind der hübscheste von jedem, den Sie kennen. Das sagst du ja jetzt nur du, um zu schleimen. Nein, nein, das hat sie mir gesagt. Habe ich kurz vorm Date ausgefragt, sie. Wie, kurz vorm, was für... Ja, kurz bevor ich gesagt habe, ob sie mal zu dem Date gehen wollen. Also ich muss, also es war ja wie ein Date, also es war ein Date. Ich habe ja mal nachgefragt, aber am Anfang kam das einfach gar nicht rüber. Ich habe einfach gefragt, ob wir was machen wollen. Weiß ich nicht, ob das ein Hinweis war, weil sie in Zivilkleidung war. Ja, ich habe gesagt, sie soll sich umkleiden. Ja, toll. Und ich war mit diesen komischen Klamotten da. Ich hab gesagt, sie soll sich was Schickes anziehen. Ich wollte eigentlich schlafen gehen und dann, ich weiß ja auch nicht. Und dann hatte ich kurz Blackout und dann kam ich wieder und dann, hast du ja angerufen. Ja. Da war nichts Zeit. Und Frauen gemacht. Lässt man ja nicht warten. Genau. Aber wie gesagt, ich habe ja gefragt, also ein zweites Date hat sie zugestimmt, aber ich brauche irgendwas. Wie sie gesagt, wie sie hören, sie sind der hübscheste von allen. Was hat sie gesagt? Ja, sie sind der hübscheste. Ich also sie sind ja Single. Und dann hat sie gesagt, ja. Und es gibt ja viele Männer hier. Und dann hat sie gesagt, ja. Aber eins müssen sie damit zustimmen. Der King ist der hübscheste von allen. Und dann hat sie gesagt, ja, schon so. Naja, das kommt aber jetzt nicht gerade überzeugend drüber. Also, ja, schon ist besser wie nein. Ja, das stimmt allerdings. Ja, also? Ja, deswegen sage ich ja, wir müssen uns was einfallen. Ja. Und sie hat gesagt, ich soll das verkuppeln beruflich machen. Das ist doch gut. Ja. Aber wir sind ja noch nicht verkuppelt. Ja, das kriege ich noch hin, Herr Schwester. King, das kriege ich noch hin. Das ist wie, Schmitz? Habe ich was verpasst? Ich habe mich versprochen. Sehe ich aus wie der Schmitz? Oh, Herr Kleber! Was macht der? Wie weiß ich denn noch nicht? Der ist irgendwie... Beim PD einsteigen. Losfahren! Also das Fahren, also auf der richtigen Straßenseite ist, ja. Ja, man erkennt es ja nicht. Ich glaube, was ist denn das für ein Moped wieder? Ach man, können wir die jetzt mal festlehnen, die Damen da? Die. Ach nein, da ist der Chaos schon wieder. Herr Officer, hier,
hier war gerade mitschmingelt. Die haben hier auf die Leute eingekloppt. Sie? Nein, es waren wir nicht. Wer war das? Das war nicht er, es waren zwei andere. Mit dem. Die 4 für 14 kommen. Hat er was gemacht? Ich? Auf die Knie. Auf die Knie. Auf die Knie. Aber ich hab doch alles gemacht. Auf die Knie. Nur weil ich bekannt bin. Hab ich gesagt, Sie dürfen auf die Knie. Ja. Hören Sie mal auf zu schießen. Sie haben leichte Aggressionsprobleme, Bruder. Aufstehen. Stadler, du kommst doch mal kurz zu mir. Was hab ich jetzt gemacht? Warum hast du das mit mir? Das war ich nicht. Wer ist das in dem Helm? Ja. In dem Helm, das ist glaube ich der. Warte Sie kurz, ich muss schnell nachschauen im D-Funk. Max Winterberg, denke ich. Kleber. Ich glaube, das ist Max Winterberg. Hier waren gerade drei Typen drin mit Maschinenpistolen. Oh, ich weiß nicht. Das ist unsere Praktikantin. Ja? Jo, du kriegst jetzt einen Auftrag, der ja. Einmal ihn sicherzustellen und ihm einmal die verbotene Langwaffe zu nehmen, mit der er gerade rumgeballert hat. Ach, alles klar. Ja, gibt's ich ja bin wohl vergesslich nicht. Manchmal. Max! Ich seh die Person nicht. Max! Ja. Was ist denn da passiert eigentlich? Was da zwei liegen? Okay, ich seh die Person alles nicht. Alles klar, ciao. Geht's um die AK? Komm so kurz in die Ecke, bitte. Die 4 für 14 kommen. Moment. Stala! Ja? Ich fahr mal kurz gucken wegen Schmitz, schon später wieder da. Ja. Max! 193! Was meinen Sie? Ja, das geht Sie in Feuchten an. Doch, sehr wohl. Warum? Ja, weil ich Ihr bester Freund bin. Ich habe mit Frau Duckling geholfen. Ja, deswegen hast du dich nackig vor der gemacht. Alles klar. Frau Duckling! Ja, es war wieder gleich. Rennt er wieder dorthin. Scheiße, Muskelzucken! Nein! Hilfe! Ich hoffe, er klatscht auf und kommt nicht wieder hoch. Ja. Er steht beim. Jetzt kommt der Schmitz und verhaftet ihn wieder. Ich kack ab. Ich geh greif. Gehen wir los, Junge, du. Achtung, der Staller ist auf der Flucht. Oder muss ich jetzt ins Gefängnis? Ich zähl jetzt am Boden. Ja, Staller, bist ja wieder nicht weit gekommen. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, Officer Down! Officer Down! Der Staller ist wieder nicht weit gekommen. Ach Manu, jetzt denkst du. Oh. So, hier belästigt dich keiner. So. Ach Stalli, was machst du? Hm? Das ganze passiert hier voll geblutet. Puls ist noch da. Was? Immer, wo ich da bin, das, der Mensch. Das ist voller Blut hier. Ja, Staller klemmen. Hier, Staller! Wenn du das hörst, in deinem Kopf, du kannst dann hier wischen, ne? Dein Blut will keiner sehen. Jo, hab's verstanden. Irgendwie was? Krieg ich irgendwas dafür? Für was? Und da, jo! Hier liegt ein bisschen Dirty Money. Wunderbar, der Herr Michael, wunderbar. Deo, der Uhrensohn. Das sehen wir. Das ist ja wunderbar. Deo? Hast du Alge dabei? Nope. Hast du eine Lieblingszahl? Oh, der Tee ist fertig, ich muss los. Herr Theo. Frau Ducklin, sind Sie im Dienst? Ach nee, Sie sind nicht im Dienst, Sie sehen ja wieder privat bezaubernd aus. Wie was ist los? Was ist los? Hast du eine Lieblingszahl? 23. Ist das nicht cool? Jetzt bin 23. Ich für immer Friede. Hey, Moment mal, das ist ein neuer Kollege gerade. Frieden auf Erden. Ich bin Rekrut. Ja, geil, du. Oh nein. Ja, auf jeden. Ich bin. Was Herr Schmitz, machen Sie mal die Kapuze ab, Mann. Ja, und setz deine Perücke wieder auf. Wir wissen mittlerweile, dass es eine Perücke ist. Man sieht es ja so, deine Klatsche kommt bis hierher. Jetzt hat er die Perücke wieder gesetzt. Das sind echte Haare. So, daher, wenn du das nochmal machst, gibt es 4000 Dollar Strafe, ne? Das ist wunderbar. Ja, wunderbar. Der macht das nochmal und der Herr. Dann krieg ich die, oder? Nee, den musst du bezahlen. Du kriegst die Rechnung. Du musst bezahlen. Ich hab gedacht, ich krieg die. Nee, du kriegst die von uns, die Rechnung. Das Geld kriegen wir von dir. Oh. Dürfte ich so nicht rumlaufen? Nein. Warum? Vermummungsverbot. Aber die Augen waren doch frei, oder nicht? Vermummungsgebot. Der Boden ist ganze so Gesicht muss gesehen werden. Ach so, wirklich? Ja. Wir sind hier in Deutschland, es gibt deutsche Gesetze. Darf ich nicht mal so ein Mäuschen tragen? Oh, das ist aber eine schöne Frau mit dem Namen. Ich darf auch nicht so rumrennen.
Ja, nicht so. Sag mal, sehe ich aus wie eine Frau oder was? Ich kenne ja die Schal. Wenn es nämlich so kalt wird, dann ziehe ich meinen Schal auch immer die Nase. Da will man nach oben gehen, bevor sie hier gesehen werden. Stalal, dorschischer Sirenen. Weh, du blutest ja weiter, du sagst ja. Wo ist der Opfer? Ach, das war hier bei so. Ich glaube, sie fragt, den kein Medic mehr sind. Könnten wir uns mal kurz unterhalten? Ja, aber sicher. Warte, der Medic kommt gerade. Wo ist denn der? So. Ha, King. Warte. Da, ja. Ja, schönen guten Tag. Ja, der Kollege ist. Der Kollege ist von oben runtergesprungen, ist aufgeklatscht auf der Kante. Ja. Hat's ausgenockt. So richtig kapam hat er gemacht, weißt du? Sie sehen das Präsidium, wie das hier aussieht. Ich sag mal so, die Flip-Flops sind nicht von ungefähr. Ja. Er hätte mal, ich glaube, der muss mal einen Helm den ganzen Tag tragen, der. Der Kerl auf jeden Fall. Der fällt des Öfteren irgendwie aufs Maul. Ja, das ist Staller. Ich kenne mich nicht mit dem neumodischen Zeug aus, aber er macht einen Dab-Reich gerade. 3, 4. Ich bin auch gleich weg hier. Oh. 9. 10. Oh Gott, ich muss 12, was trinken. Da, ich 13, auch gerade. Ich habe mitgekriegt, das ist Blut, warum auch immer. Herr Staller. Ja. Was ist passiert? Erzähl sie. Der ist so blöd und klettert das Gerüst runter, hat Muskelzucker und klatscht hier rum, ey. So was ist Arbeit beim PD. Hallo, können Sie mal einfach mal kurz alle den Mund halten? Ich will mit dem Herrn Schaller reden, ich verstehe nichts. Wunderbar, werde ich machen, wunderbar. Ich habe irgendwie was von hinten gespürt, so als ob mich jemand getreten hätte und dann bin ich aufgeklettert. Das hast du dir eingebildet. Soll ich dir sagen, was du gemacht hast? Du hast rumgeschrien, ich habe Muskelzucker und bist irgendwo vom Gerüst runtergeklatscht. Aber das habe ich noch, da habe ich nur Schmerzen gehabt, das stimmt. Ja, aber danach. Anscheinend kam der Blackout bei dir viel zu spät. Weiß nicht. Haben Sie denn jetzt auch Schmerzen? Dachte er dann nicht. Ich brauche eine Ebo. Der hat immer Schmerzen. Ebo brauchen Sie. Eigentlich sollten Sie den in kriegen Sie aber nur 400er. Hier, bitte. Hä? Warum 400er und nicht 600er? Du kriegst 800. Keine 600er, krieg nur ich. Baller ihm gleich Teledin rein, wenn du schon 800er. Ja, ist so. Gib mir Teledin. Gib ihm Zäpfchen, bitte. Igelstellung. Igelstellung. Der Mund, der kriegt doch sowas auf. Aber warten Sie. Herr King, ich hätte da mal eine Frage. Stopp. Warum liegt hier Blut? Weil ich habe eine Tasche Blatt vergibt. Warum liegt hier überhaupt dreckiges Geld? Das liegt da nicht, das ist nur... Das bilden Sie sich bloß ein. Ja, das ist nur... Hallo? Warum liegt da Blut? Das hat doch der Herr Deo, der Hurensohn, dir gerade gesagt. Wenn ich da auf, von da oben... Ich habe aus Holland und Teemix mitgebracht, habe ich mir eine heiße Tasse gerührt. Und da habe ich ein bisschen was vergibt. Sorry, mein Fehler. Standard darfst du wegmachen. Kannst du knicken? Wie bitte? Es gibt nochmal Strafzeit wegen Beamtenbeleidigung. Ja, auf oder? Jeden. Ich knick mich doch nicht. Vielen Dank für die Ebo. Bitteschön. Ja, Machen Sie mit Ihren dreckigen Fingern an meinem Körper. Nee, mach ich sorgen nicht. Sie das im Stahl bitte zweimal. Hallo, Herr King, ich bin Ihr bester Mitarbeiter. Das ist sicher? Das stimmt nicht, das bin ich. Ich glaube, da bin ich der beste Mitarbeiter, steht gerade direkt gesehen, daneben. Ich war im Club und da waren sie alle nackt. Und haben mich versucht, zu dem Trinken über. Nein, sich eingebildet. Deutsche Sprache ist faire Sprache. Also, Herr King, denken Sie dran, was ich für Sie alles gemacht habe, ne? Ja, ich denken bin Sie dran, was wir noch vorhaben, ne? Ja, wo ist er denn überhaupt hier? Ja, irgendwo oben, glaube ich. Ja, die Herr King, ich würde so gerne mal Praktikant bei Ihnen sein, geht das? Ja. Wenn Sie mir einen Lebenslauf erzählen. Ich ab, ne? Ja, danke, Medic. Ich komme aus Amsterdam, super Arbeit. Meine Eltern sind Zwillinge. Du sollst mehr verdienen. Also, ich erinnere mich. Peace and out. Hallo? Mach's gut! Also, renn nicht so schnell, es rutscht Herr King, draußen. Wir müssen reden. Ja, bitte. Also, Herr King, ja, mein Lebenslauf. Augen. Ich komme aus Amsterdam. Meine Eltern waren Zwillinge. Ja. Geschwister habe ich auch, aber ich weiß nicht wo. Ja. So. Ja. Ich bin zarte 21. Sie sehen aber nicht wie 21 aus. Das sieht wunderbar. Aus wie 40. Mhm. Wunderbar. Ich würde auf 42 schätzen. Ja, sowas. Falsch, nein. Haben Sie Gas dabei? Ja, klar, Gauder. Ja, her damit. Moment mal. Oder Emmental. Hier kann man nicht helfen. Okay, das ist nichts Neues. Wo ist der Staller schon wieder hin? Der ist da oben. Wunderbar, hast du bekommen, nicht wahr? Mhm. Ich habe ja hier den Fischköder gekriegt. Ich habe nichts gekriegt. Der Fischköder? Der wollte hier mit Fischköder abspeisen. Ja, so werden Sie aber nie Praktikant, der Hurensohn. Ich bin Theo, der Hurensohn. Ja, aber so mit Fischköder kommen Sie hier nicht weit. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, zeigen Sie mal einen Ausweis. Das geht nicht, ich bin gerade eingereicht. Haben Sie da haben Sie bei der Einreise gekriegt. Also, Sie dürfen nicht, ich habe nichts gemacht.
Ich muss aber ja auch wieder einen Kollegen totgetreten. Deswegen möchte ich mir gerne einmal den Ausweis sehen. Dann gucken Sie nach. Ja. Achtung, könnt ihr kitzeln? Also ich glaube, Sie haben den falschen Ausweis mit. Das wurde mir zugesteckt, am Bahnhof. Sie heißen Mini-Rinde-Mehan. Das wusste ich nicht, das hat mir der Beamte so gegeben. Wie hieß denn der Beamte? Karl Rasiert. Nicht der schon wieder.